Hallo liebe Fische, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Junihälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Na, muss die Kamera. So, jetzt steht es gerade. Diese Karten hier sind die After Tarot-Karten. Sie zeigen die Abfolge nach den klassischen Karten. Ja, wir sehen hier den Wagen in Bewegung und hier sind zum Beispiel die bei zwei der Kelche sich am Umarmen. Diese Karten findest du unten aufgeführt. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Also, gehen wir zu deiner Legung über, Fische. Ich sehe vor meinem geistigen Auge eine Kindergartengarderobe. Und zwar die Garderobe von jenem Kindergarten, in dem ich war. Und ich kann mich daran erinnern, was für ein Riesenchaos da jeweils war. Ja, wenn wir angekommen sind, ja, ich meine, 5-, 6-jährige Kinder, wie chaotisch das damals war. Ja, die jetzt Kinder haben in diesem Alter, wissen, wie das so aussieht in dieser Garderobe, da wo die Kinder ankommen und sich ausziehen bzw. anziehen. Was mich stets so ein bisschen genervt hat, war Folgendes: Ich, meine Schwester und mein Bruder, also ich habe eine jüngere Schwester, dann gibt es mich, dann gibt es noch meinen älteren Bruder, wir alle drei waren im gleichen Kindergarten. Und die Kindergartenlehrerin hatte dann am Ende, als dann auch meine Schwester da war und zur Primarschule gewechselt hat, eine Bemerkung darüber gemacht, wer von uns dreien am besten die Schuhe zusammenbindet. Ja, also es war meine Schwester, meinte ich, entweder meine Schwester oder ich. Ein Kind von uns beiden hat es geschafft im Kindergartenalter, die Schuhe zusammenzubinden. Und ich finde das ziemlich übertrieben. Ne? Für 5-, 6-Jährige finde ich eine solche Beobachtung ziemlich übertrieben. Wir haben hier das Rad des Schicksals. Gewisse Dinge, gewisse Entwicklungen im Leben brauchen Zeit. Bei gewissen Dingen kann man nicht ein Zeitraster setzen und davon ausgehen, dass das dann klappen muss. Es mag einen Zeitrahmen für alle geben, ja, in welchem Menschen etwas Gewisses erreicht haben müssten, sollten, aber die Realität sieht dann meistens ganz anders aus, ja. Nicht alle fangen mit 16, 17 schon mit dem Studium an oder Abi oder was auch immer bei euch in diesem Alter normalerweise gemacht wird, ja. Normalerweise verlaufen so die Lebensstränge ganz anders und nicht jedes Kind kann mit 5, 6 schon die Schnürsenkel zusammenbinden, ja. Und das sagt gar nichts aus, finde ich, über die Intelligenz eines Kindes, das Talent eines Kindes, ja. Mein Bruder ist übrigens handwerklich viel, 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 viel begabter wie meine Schwester. Sie ist auch begabt, aber er ist sehr, sehr begabt. Und ich kann andere Dinge hier mit den Händen. Also, Fische, lass dich nicht entmutigen, falls du das Gefühl hast, dass du noch nicht weit gekommen bist. Ja, wenn du so links und rechts schaust, siehst du, wie alle ihre Schuhe zusammenbinden können. Ihre Schnürsenkel zusammenbinden können. Lass dich nicht davon entmutigen, das heißt noch gar nichts, ja. Du bist nicht ein Loser, nur weil du mit 5 Jahren deine Schnürsenkel nicht zusammenbinden kannst. Oder mit 6. Gewisse Dinge muss man einfach dem Fluss des eigenen Lebens überlassen.
Ja, es gibt keinen Masterplan dafür, wann man Arzt werden sollte oder wann man überhaupt mit dem Studium beginnen sollte. Jeder Mensch hat seinen eigenen Fluss und das ist auch gut so. Zwei der Münzen. Seht ihr, wie das aussieht? Zusammengebundene Schnürsenkel. Du versuchst hier etwas zu bewerkstelligen, etwas mit etwas voranzukommen, bevor dein Schiff davon geht. Ja, alle anderen sind schon groß, können ihre Schnürsenkel schon binden. Du bist da noch am Herumhadern da mit diesen zwei Schleifen da und fühlst dich gestresst. Ja, alle gehen auf dieses Schiff und ich werde hier zurückbleiben deswegen. Ja, der hat hier auch so ein bisschen so die Form von einem Narren, ja, so dieses, ach, ich bin blöd, ich schaff's nicht. Fische, tu das nicht. Wenn du jetzt sagst, nee, ich halte mich nicht für blöd, warte ab, es ist eine Zukunftslegung und es kann da einen Moment geben, wo du so denkst, ich komme nicht nach, alle anderen sind schon so weit und ich dubel, ich schaff's einfach nicht. Tu das nicht, Fische. Es gibt doch diesen ganz klassischen Spruch über Erziehung in der Primarschule oder allgemein in der Schule, dass das Schulsystem in Europa Fische dazu zwingt, Bäume hochzuklettern und Giraffen dazu zwingt, schwimmen zu können. Ja, und dann bekommt halt ein Fisch eine gute Note beim Schwimmen, aber beim Baum hochklettern, nada. Und umgekehrt genauso. Denk an das, du musst hier nicht Bäume hochklettern. Deine Stärken liegen halt nun mal woanders. Okay? Und dass du dich hier wieder so sehr unter Druck fühlst, so, ich spreche es aus, dass du dich hier so dumm fühlst, Fische, dass du dir hier so blöd vorkommst, ist jetzt dein zweiter Blitzeinschlag. Du warst schon mal an diesem Punkt, wo du das Gefühl hattest, dass du viel mehr pushen musst wie andere. Ja, da gab es schon mal einen Blitzeinschlag und jetzt kommt der zweite Blitzeinschlag. Jetzt musst du es checken, dass du keine Bäume hochklettern kannst. Du kannst verdammt gut schwimmen. Auf das Leben übersetzt heißt das, wenn es darum geht, in materieller Hinsicht Stabilität zu schaffen, ja, dann bist du nicht so gut. Aber wenn es darum geht, dem Herzen zu folgen, dann bist du erfolgreich. Das ist Thema bei Wassermann, ja. Wenn du hier dem Geld folgst, Fische, wirst du weniger Erfolg haben. Wenn du hier deinem Herzen folgst, dann wirst du Erfolg haben, viel mehr Erfolg. Und Erfolg im Sinne von Katsching, ja? Ich meine schon das. Mit Münzen umgehen oder so, an der Börse arbeiten, Treuhand, Versicherung oder schauen, dass bei der Arbeit allgemein so der Cashflow stimmt, Geld reinfließt, reinfließt, reinfließt. Das sind Themen von Erdzeichen. Die blühen darin auf. Du solltest deinem Herzen folgen. Fische. Okay. Ich lasse die Karten für Sie sprechen. Das ist das. Und es kommt der Punkt, wo du deinen Frieden diesbezüglich findest. Ja. Wo du dann in dir drin die Stärke findest, um zu sagen, ich werde das tun, was mein Herz sagt. Ass der Kelche. Ich möchte meinem Herzen folgen, ich bin nicht gut darin, wirst du hier sagen, finanzgerichtet, materiell gerichtet, Sicherheit gerichtet, vorwärts zu gehen. Ich muss meinem Herzen folgen und dann soll halt von mir aus das Materielle kommen.
Ja, das kann hier auf alles angewendet werden, auf Beruf, auf Liebe. Ja, du musst schauen, in welchem Bereich das bei dir so passieren wird. Heute sprechen die Karten für sich, ich muss nichts sagen. Sobald du hier die Stärke findest, zu sagen, hey, weißt du was, ich möchte hier von Herzen etwas tun. Das ist das, was ich will. Das ist der Mensch, den ich will. Mein Herz sagt das, dann wird sich hier direkt sie in der Kirche einstellen. Also ich sag ja, beim Schwimmen bist du top. Okay, wenn du deinem Herzen folgst, wirst du viel schneller Erfolg haben. Von Ass auf 10. Badabum. Hier kommst du dir blöd vor, wenn es um das hier geht. Nicht vergessen, ich sag Fische, ich sag hier nicht, also nicht vergessen, nicht falsch verstehen, Fische, ich sag hier nicht, wirf das Geld beiseite. Nein, ich möchte dir nur erklären, wie du vorwärts gehen solltest. Ja, ich sag dir hier nicht, geh hier Beziehungen ein, wo kein Versprechen da ist. Nein, nein. Ich sage nur, du musst auf eine andere Art und Weise dahin kommen zu dieser festen, langfristigen Verbindung. Ja. Neun der Stäbe und der Eremit. Jo. Mein Problem ist, sagst du, dass ich hier für jemanden gerade stehen muss, dass ich hier die starke Schulter für jemanden sein muss. Ich muss hier schauen, dass ich jemand anderem den Weg zeige. Ja, ich habe hier den Eremiten, könnte jemand mit Jungfrau im Chart sein. Du sagst, dieser Mensch ist so ein bisschen lost in seinem, ihrem Leben, hält hier eine Laterne. In letzter Zeit ist dieser Mensch sogar ein bisschen ungepflegt, spüre ich raus. Wir haben hier die Schlange von der Magierkarte. Hier haben wir einen wolfähnlichen Hund, ja, stellt so das Wilde dar. Dieser Mensch ist dabei, ein neues Leben zu manifestieren. Wir haben hier neun der Stäbe und no der Eremit. Dass hier diese Karte hier kommt sehr oft, das stellt so diese Misery Loves Company dar. Misere liebt Company. Und du möchtest diesem Menschen beistehen, für diesen Menschen stark sein, für diesen Menschen gerade stehen aufgrund von anderen Traumata, Erfahrungen, Schuldgefühlen, Verlustängsten, kannst dir was aussuchen aus deiner Vergangenheit. Es ist so, wie wenn du, ist das, was ich rausspüre, du schuldest es diesem Menschen, ihm beizustehen, ihr beizustehen. Siehst du, wie der zu dir hochguckt? Ja? Und du so stramm dastehst? Lass dich nicht von deiner Haltung hier täuschen, du bist auch bei neun der Stäbe. Dir geht's genau gleich wie dieser Mensch. Okay, und du sagst, ich muss hier jemanden bei einem Risiko abfangen, der steht hier an einem Abgrund, der Eremit. Ich muss hier jemanden bei einem Risiko abfangen, jemandem Sicherheit geben, während dieser Mensch ein Risiko eingeht. Wie bitte soll ich dann ein Risiko eingehen? Ich stelle mir ein risikofreies Leben sehr langweilig dar. Sehr. Sehr langweilig. Ich würde nicht so reden, wenn ich für indische Zuschauer oder äthiopische Zuschauer oder so schauen würde. Ja, da muss man dann vorsichtig sein, oder türkische Zuschauer, wo kein Sozialstaat vorhanden ist. Ich schaue hier für Deutschland, Österreich und der Schweiz und relativ gesehen gehen wir hier wenige Risiken ein, wenn wir eben
Risiken eingehen. Das ist kein Risiko. Da drüben ist es ein Risiko. Bei uns, nicht wirklich. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Ja, es gilt vor allem für jene, die hier für die Liebe schauen. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.